Die meisten Menschen schaffen es nie, 100.000 Euro in ihrem Leben zu ersparen oder zu besitzen. Ja, also wenn man 100.000 Euro schafft, gehört man schon in Deutschland zu einer Minderheit. Und deswegen ist es so wichtig, die ersten 100.000 Euro sich zu ersparen, weil dann hat man den ganz großen ersten wichtigen Schritt geschafft. Denn das bedeutet, dass man sparen kann, dass man investieren kann, wenn man 100.000 Euro hat. Und auch die Rendite oder 7% bei Aktien ist auch nicht mehr nichts. Ja, das sind dann auch 7.000 Euro im Jahr. Davon kann man als Single in einem günstigen Land schon fast leben und gibt einem einen ziemlichen Puffer auch, dass man mal ein, zwei Jahre überbrücken könnte. Und danach ist es deutlich einfacher, weil sich, sag ich mal, die Zuflüsse und die Rendite summieren. Aber die ersten 100.000 Euro sind eine Bitch. Das sagt auch Charlie Munger. Und deswegen solltet ihr euch da wirklich darauf fokussieren, möglichst schnell und früh im Leben da auf die ersten 100.000 Euro zu kommen.